15 miles of asphalt spaghetti. Ich glaube auch. Mache den dritten Gang nicht mehr im Moment. Auto von vorn. Das ist genau das, was Mario hören wollte. Du hast den Rahmen auf ganz hoch? Ja. Was? Ja. Nicht dein Ernst? Ja. Wir sind auf 2500, ne? Wir sind gerade durch 13 Uhr. Was ist das von Mathe? Bleibt ihr über Nacht hier stehen? Ja, dann stellen wir uns auch hier hin. Zieh die Drehzahl auf 3.000, 4.000 hoch im zweiten Gang. Das juckt ihn gar nicht. Das ist hier nicht wie bei uns. Nee. Wenn du bei uns ein Gefälle. Geil, so eine komischen Höhlen da eben. Ja. Wenn du bei uns am Berg mit Motorbremskraft machst, das konnte ich ja gestern in nicht diesen Höhlen, da konnte ich das ja auch machen. Aber hier bei den Dingern nicht. Guck mal, wie Zeit ihr das gleich machen. Hier um die Kurve rum sind. Geht hier auch runter, ey. So, zweiter Gang. Und er rollt. Er rollt und rollt und rollt. Und gleich ist er bei 50, achtet drauf. Der bremst null. Ja, nee, der bremst. Das hat ja keinen Wert. Soll. Turbo nicht einsetzt, das ist das, was ich meinte mit dem Zwischengas, ja. Bringe ich den Turbo auf Drehzahl und schalte dann durch, läuft der Bock ja wieder. Mhm. Nur vorher ist dieses sogenannte Turboloch. Ja. Das kann er nicht packen und dann benimmt er sich wie Michis.
Und da fiel mir nämlich ein, dass ich bei JP nämlich eine Folge gesehen habe in Bezug auf diesen Turbo. Auch wie man das Ding aufstellt mit Blow auf Bla und so weiter. Und da hatte er nämlich sowas ähnliches erklärt. Ich dachte, ja klar, wenn ich jetzt Zwischengas gehe, drehe ich den Turbo hoch. Der hat natürlich genügend Leistung, ist nicht gerade kupplungsfreundlich, aber es funktioniert. Du hast mehr Druck. Hamburger. Jo. Noch mehr Hamburger.